Dort. Da drüben. Ein verlassenes Lager. Wer immer hier war, ist lange fort. Was hast du entdeckt? Eine Liste von Zutaten für eine Mahlzeit. Ein Rezept? Wer hat das hier gelassen? Sehen wir uns die Zutaten an. Vielleicht führt uns das Rezept ja zu Ihnen. Sieht aus wie Initialen. Sind es dieselben wie in dem Rezeptbuch, das du gefunden hast? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine der Zutaten finden. Ah, ich wusste, ich kenne diese Initialen. Die Ballade von Yari und Sombr. Das sagt mir nichts. Eine alte Geschichte. Aber eine gute. Das Zeichen zeigt, dass sie durch diese Welt kam. Wir könnten versuchen, die anderen zu finden, wenn ihr neugierig seid. Noch mehr Draugar auf dem Boden. Ist. Selbst ihr Tod konnte sie nicht stoppen. Ich weiß.
Seltsam. Noch immer sind überall am See Spuren der Weltenschlange. Dabei sahen wir, wie sie bei Ragnarök verschwand. Das kann nur bedeuten, dass die Legende doch wahr war. Thors Schlag hat Jörmungandr in der Zeit zurückgesetzt. In einen jüngeren Jörmi, frisch aus Jötunheim, der zu der uns bekannten Schlange heranwächst. Als wir die Schlange erstmals trafen, sagtest du, sie hätte Atreus erkannt. Vielleicht aus Jötunheim. Das kann sein. Das müssen wir den Jungen fragen, wenn wir ihn sehen. Weißt du etwas über den Gefrorenen? Er gehörte Baldur. Er schnappte sich Atreus und wollte mit ihm fliehen. Wir kämpften auf seinem Rücken. Sehen, wie angetan hat. Odin gab die Befehle. Nur er trägt die Schuld. Oh!
Vielleicht hört das Gewinsel ja jetzt auf. Ich bin es langsam leid, dass du deinen Wölfen kein Mitgefühl zeigst. Es ist wegen Deimos, nicht wahr? Ich hätte dir nie von ihm erzählen sollen. Du siehst dich selbst in den Wölfen. In ihrer Angst. Wir müssen weiter. Als Jörmungandr Thor in Asgard angriff, wirkte es irgendwie persönlich. Aber sie konnten sich unmöglich schon vorher begegnet sein, oder? Das habe ich auch überlegt und habe eine Theorie. Wir wissen, dass der Junge eine Zeit lang in Jötunheim Seelenmagie erlernt hat. Vielleicht hatte die Schlange damit zu tun. Du meinst, Atreus hat ihr die Seele eines anderen Riesen eingepflanzt? Jemand, der Thor bereits hasste? Ja, genau! Das grenzt die Sache aber gewiss nicht sonderlich ein. Ob Jörmi sich nach all dieser Zeit überhaupt noch erinnert, wer er einmal war. Über dir, Feuer! Gegner, hinter dir, Kratos! Von dir!
Der Häuptling, war er es, der die Wölfe fing, bevor ihr sie befreit habt? Weiß ich nicht. So oder so sollte es sie beruhigen, dass er tot ist. Dort, da drüben. Immer noch Angst? Nicht vor den Räubern. Habt keine Angst. Ihr seid in Sicherheit. Gut. Brave Jungs. Mädchen. Brave Mädchen.